Let's play Kingdom Come Deliverance, die Beta, an der man teilnehmen kann, wenn man das Spiel vorbestellt hat. Oder wie ich jemanden kennt, der das gemacht hat, beziehungsweise das beruflich macht, nämlich der nette Fritz von den GameTube-Kindern, der mir das hier mal netterweise zur Verfügung gestellt hat. Weil ich nicht glaube, dass ich das so turbolange spiele. So, erste Folge war Grafikgequatsche und so. Wie läuft das hier auf meinem System mit meiner Grafikkarte hin und her? Jetzt wollen wir aber kämpfen. Ich bin hier in so ein Lager gelaufen, geritten mit meinem treuen Pferd Nasenmann. Das übrigens voll geil aussieht, kann man nicht anders sagen. Und ich hatte eine Quest, auf der drauf stand, was ist denn jetzt los? Was macht ihr hier? Ich habe gesagt, ich will kämpfen. Nicht ihr sollt kurz ausrasten und irgendwen einfach totschlagen? Was ist hier passiert? Können wir darüber reden? hallo? Na? Darf ich das haben? Okay, das wäre Diebesgut. Sind die mir dann böse? Ich möchte das alles haben. Dandelions, habt ihr es gesehen? Cool. Wer Stardew Valley gesehen hat? Hey, watch it. Laut. Hä? Okay. Ja. Ihr sucht einen Bösewicht. Ihr seid auch alle voller Blut jetzt. Nee, das ist Schmutz. Aber du bist doch hier voller Blut. Okay. Ja, das ist doch ein perfektes Intro für die Folge zum Kampfsystem. Wir haben neue Ausrüstung. Die offensichtlich gestohlen ist. Okay, wir können auch so eine Hut anziehen. Das habe ich in der Folge davor schon gesagt. Es gibt ja ganz viel. Ich möchte diesen Helm aufsetzen. Cool. So, wir sortieren das jetzt hier mal nach Rüstungswert. Wenn das so ist. Doch der, glaube ich, oder? Okay, das sind normale Schuhe. Hood. Das? Ach, das sind so Beinlinge, ne? So Überzieher. Okay, wir können das auf jeden Fall auch alles noch tragen. Oh, coole Handschuhe. Hier, zack, Metallhandschuhe. Und ein Gambeson. So, wir haben braun, oder? Dann ziehen wir den an, der nicht geklaut ist, oder? Ist ja auch nur so ein Unterrock. Dandelions. Hier, Dandelion. Ist da noch? Pusteblume? Okay, so doll war das jetzt natürlich nicht. Aber wir hätten jetzt theoretisch ein Schild. Aber wir haben jetzt hier das Bastardschwert. Jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser gepanzert. So, wir wollen ja aber selber kämpfen. Johnny, guten Tag. Ich möchte bitte Sword Fighting lernen. Ja, das Tutorial, machen wir das doch mal. Training in handling a sword. I'd like some training. But my services aren't for free. For 5 groschen, I'll teach you the basics. What do you say? Groschen? Komm hier. Teach me the basics. Start. Right away if you like. Take this wooden sword and come to the arena with me. Oh, Holzschwert. Buh. Hoffen wir, dass die Frames das mitmachen. Der Ladebildschirm ist auch ansprechend, oder? Schwarz. So. Hallo Bernd. That thing you have in your hand is a sword. I'm a Cuman and I want to kill you. Try walking around a bit. Movement around the battleground is just as important as being able to swing. BASD zum Bewegen kann ich. Das habe ich schon mal gemacht. Ihr glaubt nicht, wie schwierig das für Leute ist, übrigens, die das noch nie gemacht haben. Teil meines Jobs mitunter. Now let's try the basics. Aim for my head and attack. Das erinnert mich ein bisschen an, kennt ihr von früher noch, war das Die by the Sword? Oder, nee, Severance. Da konnte man auch immer die Schlagrichtung bestimmen. Okay, ich kann mit der Maus... Ah, okay, ich kann jetzt mit der Maus sagen, ich möchte nach oben schlagen. Dann hau ich zu. Oh. Wollte er nicht. That's Bang, it. So. Try attacking from various angles. You can stab and chop. Ey. You're not totally useless. Von links. You're not totally useless. Unten. Nice. Und hiermit kann ich pieken. Peek! That's the way. Peek! Fine, that's okay, das ist ganz interessant. Now, I'll attack and you try blocking me. Okay, hold wie geht the das? Sword in front of you and learn to fend off various thrusts. I'll go slow for now. Cool. Jetzt halte ich halt einfach Q gedrückt und dann blockt er automatisch. Okay. Good, that's it. In dem Video habe ich mal gesehen, wenn ich das richtig time, aua, tut das nicht weh mit den Händen? Good, die sagen übrigens, die haben auch mit so Schwertkämpfern zusammengearbeitet, also Leute, die so mittelalterlichen Schwertkampf so hobbymäßig machen. Und haben sich auch so alte Fechtbücher angeguckt. Notice how exhausting it is holding the sword above your head. Now I'll show you how a master blocks. Attack! Hä?
Ah, okay. See, you wait for the strike and only fend it off when you see exactly where it's going. Attack! Okay, das ist also aktives Block. Aua! Du mir am Kopf haust, du Ratte? Now you try. Watch my backswing. As soon as I start to come down, block. Okay. Hat das geklappt? Ich glaube schon, ne? That's it. Again. Ich muss halt im richtigen Moment die Blockentaste drücken und dann. Diese Ruckelei nervt halt auch echt ein bisschen. Jetzt hat's geklappt, oder? Sehr gespannt. Das finde ich echt ein bisschen schwierig. Ich finde das Feedback. Wow! Das Feedback echt nicht so. That's it. Again. Ah, okay. Scheinbar nur, wenn er das sagt, habe ich es richtig gemacht. Okay, scheinbar, wenn es so plopp macht, haut er mich. Achso, muss ich. Oh, Moment, muss ich in die Richtung blocken? Idiot. So, ich schub dich einfach. Nein! Lass mich doch! Das hat doch jetzt funktioniert, oder? Das ist echt ganz schön kompliziert, muss ich sagen. Wann muss ich das drücken? Eher? Später? That's it. Again. Yeah. Okay. Ich muss in die Richtung mein Schwert halten, natürlich. You can lunge straight away. Try it. Ich bin leider zu blöd. Bam, bam, bam! Da kriegst du direkt den alten Knauf ins Gesicht. Sieht schon ziemlich cool aus. Also man muss es aber auch echt lernen. Das ist nicht ohne. Oh, die Ruckelei regt mich auf. Aua, aua, aua! Nicht auf den Kopf hauen. Wir clinchen einfach. Oh, 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 hau her. Er hat mich aus dem Kampfbereich geschubbt. Hä? Jetzt vorbei unsere Lektion oder was? Crush him! Was ist los mit dir? War's das oder was? Weil du mich. Well, how did I do? Ah, okay. Do I have to tell you? It's not enough you got your ass kicked and can hardly stand up. Sieht jetzt aus wie ein Bogenschütze. So, ich möchte jetzt gegen jemanden kämpfen. You have to put up at least 10 Groschen. If you win, you get it back and something on top. La, wir wetten, es geht ja hier um nix. Wir wetten, ach komm. Wie viel Groschen? Wir nehmen 30 Groschen, wir sind ein Superkämpfer. Are you sure? I wouldn't want to have to scoop you out of the arena with a shovel. Who do you think you can take? Wir nehmen einen Beginner. Benny Fight hat man gerade. Hard, but I don't want to push over either. Das sieht cool aus, wie er die Arme verschränkt. Borrow armor for the fight for a few groschen. What do you say? Brauchen wir Rüstung? Wollen wir uns Rüstung leihen? Na, wir haben Rüstung geklaut. Das ist viel besser. Wir nehmen ein Langschwert. Wir hätten auch das Kurzschwert oder Schwert und Schild nehmen können. Die sagen, es gibt später noch viel, viel mehr Waffen. Da kommt es immer darauf an, welche Waffe man gegen welche Rüstung einsetzt. Ne? Das kennt ihr vielleicht. Wenn ich eine Plattenrüstung trage, bringt mir halt ein Schwert nicht so viel, aber die kann ich mit dem Hammer halt ordentlich zusammendreschen. Warum hat unser Kollege eigentlich so milchige Augen? Sigismund, ich finde es so witzig, dass der Bösewicht irgendwie. Also der König heißt wie Fabian Sigismund. Nee. So, unser Gegner kriegt. Der kriegt ein Kurzschwert. Oder auch ein Langschwert? Auch ein Langschwert, dann machen wir es mal. Even. Die Otten sind even. Even Otten. Otter. Ja, da bin ich hier. All hail me. Ach nee, Moment. Das ist mein Gegner. So, da muss ich jetzt mal gucken. Ich gehe jetzt einfach mal die. Ich versuche da hinzuhauen, wo er keine Rüstung hat. Okay, jetzt ist meine Stamina alle. Jetzt muss ich aufpassen. Seht ihr das unten, die gelbe Leiste? What is it? Getting scared. Aua, aua!
Okay, da habe ich Glück gehabt. Da habe ich gerade im richtigen Moment geblockt. Der will mich hauen. Well, how did I do? Do I have to tell you? It's not enough you got your ass kicked and can hardly stand up. Können wir... Hallo? Was ist denn hier los? Oh yeah, it's Beta-Time. Hab ich gewonnen? Ich bin 10 Meter in die Luft geflogen. I'd like to try that too. Oh man. You have to put up at least 10 groschen. Ja, ja, okay. Here's the 10 groschen. Here's the 10 groschen. Sure? Die Beginner dürfen wir nicht mehr? Hä? Okay. Ich würde gern, ich... Also, ja. Das Spiel hat ja auch kein Feedback, deswegen wusste ich... Man hat ja keine Lebensenergie, ne? Man hat unten nur die Stamina. Und wenn man verletzt wird, wird die Stamina auch weniger übrigens. Das ist ziemlich gemein. Also wenn man halt ordentlich einsteckt. Wieso hat er jetzt... Habe ich das eingestellt? Ja, geht ja ganz schön ab! Hey, aua, aua. Der hat aber keinen Helm auf. Das finde ich ganz gut. Ihr glaubt nicht, wie kompliziert übrigens dieses Kampfsystem ist. Aua, er hat mir auf den Kopf gehauen! Come and get me! You're dead! Ich bin nicht tot, das stimmt nicht. Du willst mich nur wieder himmelhoch aus der Arena katapultieren. Auf den Kopf! Bam! Wow, Scheit. Jetzt blocken wir mal hier. Das ist ja schon... Die wollen das ja so realistisch machen und so. Also man muss halt... Mir fehlt noch ein bisschen das Feedback, was jetzt gut ist und was nicht, muss ich sagen. Oh, okay, ausweichen. Wie weicht man aus? Habe ich den da jetzt getroffen oder nicht? Ja? Das ist halt... Das ist so ein bisschen, kennt ihr die UFC-Spiele früher auf der X? Oh, das, der war da auch genau auf dem Kopf. So, der auch! Johnny. Aua! Momentan, ich glaube, er kann mir gerade keinen Schaden machen. Sehe ich das richtig, weil es ein Übungsfight ist? You fucking dog. Dein Bruder. Also... Und auf jeden Fall, wenn man mit diesen UFC-Spielen, die sind auch sehr kompliziert. Aua, aua! Wenn man da Leute sieht, die das noch nie gespielt haben, die gegeneinander kämpfen, die stehen einfach aufeinander und hauen sich die ganze Zeit auf den Kopf. Pieken wir halt einfach. Kann ich dem eigentlich auch den Schild kaputt hauen? Es ist echt nicht ohne, ne? Also das ist, ich würde euch gerne mal... Es kann sehr cool werden, aber... I'll wring your neck, you cur. Glaube ich, easy to learn, hard to master. Also ich weiß jetzt ja, wie die... Ah, nein! Lass mich! Ich hasse dich! Ich will dir auf den Kopf hauen. Bam! Das ist zumindest das, was ich in den Videos gesehen habe. Das ist scheinbar sehr wichtig. Ah, jetzt machen wir gerade... Ich halte gerade Q gedrückt, ne? Aber das kostet mich dann leider auch Energie. Also Stamina. Ich glaube, ich wäre schon lange... Wieso hat er ein Pfeilebein? You're dead. Hä? Okay, also, dass ich hier nicht mehr als 30 Frames habe, hilft der Sache natürlich auch nicht. Auf der rechten Seite versuche ich halt nicht anzugreifen, weil da ist halt sein doofer Schild. Aua, was jetzt? Jetzt, oh, der tritt. Wo ist denn wohl treten? In anderen Spielen ist das auf F. Das F treten? Haha! Nimm das, Bösewicht! Geht dieser Kampf überhaupt jemals zu Ende oder muss ich die Arena verlassen oder nicht? Ja, ich bin out of breath. So, das war ja wohl ganz klarer Treffer auf den Kiopf. Ey! Sackpfeife. Es ist echt... Mann, Mann, Mann. Ich bin jetzt natürlich auch sehr berechenbar. Au. Ich kann ja das nochmal mit dem aktiven Blocken probieren. Habe ich das jetzt aktiv geblockt oder nicht? Das Wir brauchen so einen Unreal Tournament Announcer, der sagt: Successful Block. Monster Block. Yeah. I hate you.
Come and get me. Okay. Also, wäre das jetzt hier, ich glaube, im Training-Fight macht man keinen Schaden. Aber ansonsten wäre der... Also, ich habe ihm jetzt schon ein paar Mal einfach mit der Schwertklinge gerade oben auf die alte Fontanelle gehauen. Da steckt ein Pfeil in der Luft. Okay, reicht mir. Ich hab keine Lust mehr, Johnny. Ist jetzt Fahrt. Ich versuche, dich noch zu treten. Ha! Schuppen und pieken. So funktioniert der ganze Film 300 übrigens. Müsst ihr euch mal angucken. Mal 300 gucken und immer, wenn die ihre Phalanx bilden. Einfach immer laut schuppen und pieken rufen. Das ist nämlich genauso funktioniert das Kampfsystem der Sportiraten. Bäm! Auf die Rübe! Auf die Rübe! Auf die Rübe! Nein! Au! Au! Jetzt auf meine Rübe! Geh weg! This won't take long. Bäm! So! Echt jetzt auch. Wir haben das jetzt verstanden. Wir sind jetzt Großmeister. Ach so, eben war der Kampf halt auch schon wieder vorbei, weil wir aus der Arena geflogen sind. Well, how did I do? Do I have to tell you? It's not enough you got your ass kicked and can hardly stand up. Ja, Glatzenfred, das ist halt... Du sagst immer dasselbe. Ich will jetzt nochmal richtig kämpfen. Sind wir... Da. Offensichtlich spricht man nicht mit seinem Kopf. I'd like to try that too. Ja, ja. Hier ist 10 Groschen. Hier ist 10 Groschen. Beginner darf... Oder... Ach so, weil ich das schon hatte, ich Wurst. Dann nehmen wir doch nochmal den Beginner und verhauen den diesmal. I'm good, thanks. So. Ich will nehmen Langschwert. Er kriegt Langschwert. So, jetzt will ich das aber, dass das hier mal richtig abgeht. Dass wir nicht wieder aus der Arena katapultiert werden. Oh. Ah, jetzt haben wir auch richtige Klingen, ne? Okay, nicht direkt verausgaben. Aua, aua! Aua, aua! Der haut feste. Ah, jetzt. Aha! Jetzt habe ich Schaden gekriegt. Seht ihr, ich habe weniger Grundausdauer. Und ich habe gar keine Ausdauer mehr. Das ist nicht gut. Der hat gerade durch meinen Block geschlagen. Ah, jetzt hat er mich gekickt. Das wollte ich machen! Toll, jetzt bin ich mit einem Hit durchgekommen und habe ihm auf den alten Helm gehauen. Das bringt natürlich nichts. Ich habe keine Stamina mehr. Das ist schon cool. Das ist schon cool. Can't you do any better than that? Nee, ich muss vor dir weglaufen, weil ich keine Stamina mehr habe. Nicht pieken. Nicht immer pieken. Oh, wie weicht der aus? So, ich wollte dich kicken. Können wir darüber reden? Boah, das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Das hat, glaube ich, gerade der aktive Block hat da ganz gut funktioniert. Puh, okay. Ich getting the hang of it hier. Mein Bildschirm ist auch schon leicht rot verfärbt. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. So viel zum aktiven Blocken. Er hat mir gerade, glaube ich, gerade hat den Wanst aufgeschlitzt. Ich habe auch quasi keine Stamina mehr. Jojo, das wird eng. I'll wring your neck, you cur. Wir warten jetzt mal hier auf den perfekten Block. Das ist der perfekte Block. Au, 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 nicht hau. Also der sieht übrigens auch, wo ich blocken will, ne? Das ist ganz spannend. Ach, er blockt quasi meine... Au. Ich wollte gerade... Oh, wir bluten. Er hat ganz viel Blut am Schwert, wir nicht. Oh, 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 oh. Ich will das hier gerade mal beenden. Das sieht nicht so gut aus. Ha, ich habe geblockt. Arsch. Alright, now you're dead. Okay. Jetzt gerade haben wir... Run! Wir können uns überhaupt nicht mehr bewegen. Oh, er hat uns abgestochen. Eine Tür. Well, how did I do? Do I have to tell you? It's not enough, you got your ass. Ja, okay, wissen wir. Wir wollen das nochmal. Diesmal besiegen wir ihn. Wir raffen jetzt. Ich habe jetzt ungefähr gereiht, wie es geht. You have to put up at least. Wo habe ich denn den alten Knüppel her? Here's the 10 Groschen. Here's the 10 Groschen. Es gibt ein
World of Tanks Caster, den ich gerne gucke, oder ein Let's Player. Was? Nein. Minifight? Doch, Beginner. Nobody too. You could borrow armor. Actually, I... Ich hab gar kein Geld mehr, okay. Quickie Baby ist ein cooler World of Tanks Let's Player und der ist halt Engländer. Wenn der die deutschen Panzernamen ausspricht, klingt das immer sehr, sehr witzig. Panzer Waffenträger auf Panzer 4 oder so. Wir probieren jetzt einfach. Ne, ich wollte sagen, wir probieren. Ich hab die Q-Taste gedrückt! Oh Mann, das geht ja richtig gut los hier. Ich wollte gerade sagen, wir überrennen den jetzt einfach. Und was macht Johnny? Überrennt uns. Der ist jetzt aber auch noch viel agiler. Also wir haben dem anderen eben, glaube ich, Schaden gemacht. Ich finde es übrigens schwierig, dass Blocken auf Q ist. Wie soll ich denn dann gleichzeitig noch nach links gehen? Okay, das geht total in die Hose hier. Jetzt! Nein! Ja! Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich Q gedrückt halten will, kann ich nicht gleichzeitig... Also kann ich sehr schwer nur... This won't take long. Hey? Ich kann auch mal pieken. Aua! Also wenn so ein Schlock kommt, dann treffe ich doch eigentlich, oder? Hier ist überall Blut. Was meinst? You fucking dog. Out of breath. Ja, ich, weil du mich hier durch den alten Käfig treibst wie so ein Elch. Alright, now you're dead. Ich bin nicht tot, das ist ein Übungskampf, lass mich in Ruhe. Ich meine richtige Mutter. So! Das war doch ein satter Hit. Das auch! Pass. Nimm das, Bösewicht! Wieso hat das am Anfang nicht so gut funktioniert? Oder hat er jetzt auch keine Stamina mehr? Alright, now you're dead. Ah, komm schon! Wir haben überhaupt keine Energie mehr. Wir bluten aus allen Löchern, die unser Körper zugefügt bekommen hat, die er nicht braucht. Pieken! Mehr pieken! Au! Hol mir gleich einen Bogen. Der schießt dich einfach. I'll slay you, you scum. Entschuldigung. Oh. Jetzt ist vorbei mit uns schon wieder. Das ist tough, Leute. Das ist echt tough. How did I do? Do I have to tell you? Das ist eine schöne Einstellung. Die finde ich gut mit den Glitzerpfeilen. Glitzerpfeile gefallen mir. Eine Runde will ich nicht. Ich will einmal gewinnen. I'd like to try that. You have to put up at least 10. Ja. Are you sure? Wir nehmen jetzt hier wieder einen Beginner. You could borrow our. Actually. Ich kein Geld mehr, oder was? Was? Ich klick's auch immer schon weg, bevor er es sagt. So, diesmal probieren wir nicht die auf ihn zurennen und ihn totschlagen Methode, die er eben gemacht hat, bevor ich geschnallt habe, was Phase war. Sondern wir versuchen jetzt mal einen etwas passiveren Approach. Ach, guck mal, dann macht er das auch, oder was? Deal with you. Bam! So, First Blood. Nee, das habe ich pariert, du Sackpfeife. So! Na, ja, da guckst du doof, ne? Pieken! Au. Ich habe übrigens jetzt gerade keine Deckung oben. Au, nein! Shit. Aber noch. Okay, wir haben es geblockt, scheinbar. Komm schon, Johnny! Das Wegtreten hat uns gerade ein bisschen Energie gekostet, glaube ich. Wir dürfen nicht rückwärts aus dem Ring gehen, außersehen. Und natürlich, ich versuche halt immer auf seine Schultern und auf seine Brust zu hauen, weil oben trägt er ja diesen dicken Helm. Jetzt kriegt er aber. You fucking dog. Au, jetzt hat er uns gekriegt. Oh, jetzt hat er, shit, jetzt haben wir auch echt ein Loch gepiekt gekriegt. Au, nein, das ging auf den Kopf. Ich dachte nicht, dass er haut. Aber an ihm ist doch auch schon Blut, das ist doch nicht unseres, oder?
Achso, wenn der aktiv blockt. Nee, das ist hier. Guck mal unsere Klinge an, ne? Alright, now you're dead. Das stimmt nicht. Deswegen verwehre ich mich. Das ist echt tough. Leute, das ist. Jetzt wollte er uns pieken. Pieken können wir auch. Ah, diese Konter. Das kann ich nämlich nicht. Dann können wir gucken. Können wir auch kontern? Hm, können wir nicht. Au, au, shit. Jetzt kriegen wir aber wieder hier. Backenfutter. Backenfutter mit dem Schwert. Nein, das stimmt nicht. Oh, 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 oh. So. Das war jetzt bestimmt unser 8. Hit. Du musst doch jetzt langsam mal müde werden. Irgendwas haben wir da und irgendwas passiert. Wir haben irgendwas. Irgendwas mit uns. Au, au. Hat am Anfang so gut funktioniert. Ich will dich treten. Treten, Knopf. So. Jetzt tritt er mich, toll. Was das wohl heißt? Unten sind wir verkrüppelt oder so? Hä? War doch auf jeden Fall ein Treffer. So, das auch, Monsieur. Au, 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 au. Ich versuche halt auch mal irgendwie zwischendurch einen Stich einzubauen, aber funktioniert immer nicht so, wie es soll. Ah! Hier! On to the Sau! Okay, jetzt hat er gerade gehauen. Dürfte er weniger. Ja! Das war nicht schlecht! Das war nicht schlecht! Ah, das war eine Doppelkombo. Du gemeiner Pfeifenkasper. Oh! Oh, 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 win! Well, how did I do? You're still on your feet, unlike the other fellow. Haha! Unser erster Win. Meine Damen und Herren. Puh, okay. Also der hat dann scheinbar, ist er verblutet. Crush him! Haben wir einen Bogen? Haben wir schon einen Bogen irgendwo geklaut? Ja, nicht. Oh, wir haben auch einen Hammer. Oh, jetzt, jemand hat die Textur auf unserem Pferd vergessen. Jetzt läuft's irgendwie. Also wenn man nicht kämpft, wirkt es auf einmal viel flüssiger, ne? Also, ja, ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Das waren jetzt halt so Übungskämpfe auf leicht und ich war auch nicht besonders gut. Das hat schon Potenzial. Wenn es da noch ein bisschen mehr Feedback gibt oder man sich mehr dran gewöhnt irgendwie, finde ich schon nicht schlecht. Kannst du mir deinen Bogen geben? Kann ich hier Bogen schießen üben? Dass der vor Gesprächen laden muss. I want to shoot! I'd like to try archery. And who's stopping you? I've got no tools. I don't have the gear for it. Oh, that's tough, Sonny. Eh? Is it possible to earn a groschen or... Maybe if you've got a few coins, I can try and find someone who's not on patrol who can show you something. Why not? What will I need for it? A bow and arrows and a few groschen. And where can I get all that? Try using your head. Look, once you get the gear, someone will surely show you the... Toll, also ich muss mir erst irgendwo einen Bogen besorgen. Ich könnte jetzt natürlich einfach meinen Knüppel nehmen und ihn dir über den Kopf hauen. Das ist eine Option. Also das finden wir dann mal später raus, wie wir an den Bogen kommen. Ich meine, unser jetziges Equipment haben wir von einem Typen, der hier durchs Lager gepeitscht wurde und dann vor unseren Füßen tot zusammenbrach. Ja, oh krass, jetzt haben wir auch Regen. Mal gucken hier. Ganz nett aus, ne? Ja, ich bin noch so hin und her gerissen. Ich weiß nicht. Also es liegt natürlich auch daran, dass es nicht hundertprozentig geil läuft. Aber trotzdem, oh, das sieht natürlich geil aus hier, ne? Guckt euch das mal an. Sieht wirklich aus wie Matsch. Das sieht richtig cool aus. Das war Kämpfen. Nächste Folge gucken wir uns dann mal an, wie hier das Quest-System funktioniert. Und gucken, ob wir vielleicht mal irgendwie an Pfeil und Bogen kommen, oder? Wie immer, danke ich euch fürs Zugucken und verbleibe mit einem fröhlichen... Ne?